Herzlich willkommen zur 66. Folge der zweiten Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das ist der Tom. Tom soll hier das 22. von 28 solchen Herzen erledigen. Hat hier aber eine Menge Freunde gefunden, was toll, Tom total dufte findet. Denn normalerweise bringt er seine Freunde einfach um. Und das tut er diesmal auch. So ist er, der Tom. Da packt er seinen Montierhebel aus. Du schreist doch gerade. Ja, kannst du gleich ein Heilmittel nehmen. Aber jetzt gib ihm erstmal. So, dann nehmen wir mal ein Heilmittel, damit es dem Tom auch wieder ein bisschen besser geht. Hier die Tür zu. Noch ein Freund. Große Waffe auspacken und dann hat der Tom hier einen großen Freund entdeckt. Now we can start claiming nearby places for ourselves. Ja, komm du erstmal zum Kofferraum, bitte. Oh, ich schieße hier auf das Gesicht. Das ist auch kein Problem. So. Da kommen noch welche. Jetzt hat Tom die Schnauze voll. So viele Freunde auf einmal verträgt der Tom nicht. Aber die drei sehen aus wie Freunde. Und die sehen auch aus wie... Oh, da ist ein ganz dicker Freund dabei. Und dicke Freunde mag der Tom gar nicht. Also, das ist ihm zu intim. Da steht da nicht drauf. Komm mal raus da aus der Grütze. So, kurzen Blick auf die Karte. Die Klinik wäre frei, die Polizeistation noch nicht. Swine and Bovine ist eh besetzt von zwei solchen Herzen. Haben wir irgendwas anderes gerade? Überlebende in Schwierigkeiten. Basis der Freigeister, das muss man eigentlich mitnehmen. Feindliche Enklave, die sind mit Sicherheit ausradiert worden. Dann fahren wir da kurz hin. Die anderen beiden solchen. Ich hätte jetzt überlegt, ob ich hier einen Außenposten claime, damit ich wechseln kann und gleich weitermachen muss. Aber die Quest will ich mir nicht entgehen lassen und dann kann ich halt auch eh an der Basis wechseln. Das ist dann halt so wild. Das war das dritte Seuchenherz für Tom jetzt schon. Ist da was Ekliges bei? Nö. Die haben abgelassen. Materialien. Können wir Materialien reinschmeißen? Ne, haben wir auch zu viel. Wir haben zu viel Materialien. Ich glaube, ich breche ab hier. Na gut. Gegebenenfalls machen wir Bolzen. Gell, Tom? Ja, Bolzen sind schön.
zweites Reparaturkit. Wie sieht's aus in der Basis? Klos putzen. Was haben wir denn für Moral? 69. Mit Klo putzen müsste das nochmal hochgehen. Das ist okay. Hier können wir anwerfen. Hier können wir schon 22. Ne, da warte ich ab. Aber kannst du irgendwas zerlegen? Nein. Trainingsvideos laufen mal wieder nicht. Wofür haben wir denn die schöne Lounge? I knew too much time with the damn zombies would make me sick. Ja. War das jetzt unsere komplette 22er Munition, die ich da jetzt als Reserve habe? Muss ja, sind ja nur 43. Cannabo, bitte reparieren. Die Waffe. Dein Montierhebel. Na, dann machen wir doch mal wieder Munition. Hier ein Batch. Zwei Batches. Basis der Freigeister machen wir gleich. Ne, Tom haben wir letzte Episode mit angefangen. Du kriegst erstmal wieder eine Plempe in die Hand gedrückt. Ja, ja. Nimm mal die. Sieht auch gut aus. Ja, behalt die erstmal. So, Stimms brauchst du nicht, aber starke Schmerzmittel auffüllen. Nein. Und den. Und dann, wen schicken wir los nach da drüben? Mavs schicken wir nicht. Die hat Bruderquest. Azuhiku war irgendwann. Ach komm, Ortiz. Ortiz untersucht das Ganze. Sit tight. We're on the way. Being soft like that is gonna get us killed. I brought back the good stuff. Sprit kann rein, Munition kann rein. Munition ist am Cap, aber wir haben kein Einkommen. Okay. Ach, weißt du was? Mach noch einen Satz mit 22er. Dann ist das nicht mehr am Cap. Einflusstechnisch wieder knapp 9000. Damit Sicherheit.
sagen, ich höre doch welche. Aber es scheint dann drin zu sein. Damn it. We lost him. We made it through. That says a lot. So, wo sind die Leichen? Hab ich die überfahren? Das ist jetzt schon enttäuschend. Ich dachte, ich bekomme hier Weihnachtsgeschenke. Aber gut, dann halt nicht. Feindliche Enklave losgeworden, auch gut. Apropos, die sind auch noch immer da. Wird's dunkel oder haben wir noch ein solchen Herz in Helligkeit? 1, 2, 3. Wenn ich die Straße hochfahre, könnte ich 3 Infektionsherde machen. Komm ich da durch? Ja. Oh, gerade so. Dann holen wir mal ein bisschen Feuer und kümmern uns mal um die Infektionsherde. Ist okay. Ach, das Haus mit dem Baum, ja. Da waren wir ja auch schon mindestens dreimal, würde ich behaupten. Beim falschen Haus? Ja, ich bin zu weit gefahren. Zombie-Bedrohung zu Hause. Was haben wir an Muni? Nicht so viel, als dass ich sagen würde. Aber den einen Infektionsherd. Komm, halt die einen schaffst du doch in der Zeit. Nice work. We're not out of the woods yet on infestations, but it's better. Oh, das war's schon. A headshot will keep that bloater from popping. Welcher Bloater? Ach, da hinten. Der ist mir relativ schnuppe. Wie viel ist denn hier noch drin? Dann gehen wir doch eben das Seuchenherz da noch looten, bevor ich heimfahre.
Probiert habe ich diesmal, dass ich nicht wieder vorbeifahre. Wir haben den Schrei gehört. Doesn't look like much here. Medikamente, die brauchen wir unbedingt. Damn, that's heavy. Zwei von denen stacken. Das heißt, ich käme auf drei freie plus irgendwas im Kofferraum. Das reicht eh nicht, um alles abzutransportieren. Macht mich ja ganz kirre, dass hier einer rumstöhnt. Muss wohl im Bad liegen dann. I don't think I'm alone here. Den halten wir auf dem Rücken. Zwei von denen stecken hier drin. Du bist schwer. Kreischmesser. Nee, das Kaba ist besser für dich. Beim Mond habe ich auch das Gefühl, dass irgendwie jede dritte, vierte Nacht irgendwie einen Vollmond hat. Wo? Da in der Auffahrt. Ja, ich habe dich noch kommen sehen, kam aber nicht schnell genug rum. Hat er die Tür mitgenommen? Na gut, dann müssen wir Vlad wohl demnächst mal wieder reparieren. Aber ein Dackel, die Dackelbande bei einer Belagerung muss ja nun nicht sein, ne? Spritmäßig ist okay. Du kannst rein, weil wir das riesige Medikamentenlager haben. Repariere ich Vlad gleich? Ach komm. Der arme Vlad, so ohne Tür. Das muss ja nicht.
wieder ein Reparaturkit rein. Okay, people, time to fight. Things are working out way better than I expected. Personalisierte AK, die zwei weg. Kann sie noch ein bisschen Muni greifen für die Waffe, falls es notwendig sein sollte. Ein bisschen Feuer. Und ein Seuchenheilmittel. Ja, Minutenbelagerung. Lächerlich. Wenn nichts schief läuft. Sag nicht lächerlich, Palzi, das ist Todeszone hier. Ja, aber irgendwie fühlt sich das inzwischen so vertraut an. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir da nicht helfen. Eine ganze Zeit lang noch. Ja, kommt mal beide zur Tür hier und dann herzlich willkommen. Nee, du bist wichtiger. Ja. War gut, wer immer da geschossen hat. Ich guck gerade, ob irgendwo was guckt. Wegen eine kleine Nachbelagerung. Wo ist der Blauter gerade rumgegangen? Da hinten. Das ist okay. Ja, den habe ich mir verdient. Da wollte ich schnell vorbeilaufen und dann bin ich nicht vorbeigekommen und habe mir einen gefangen. Ja, kommt mal ruhig rüber oder versucht es. Die anderen regeln. So, das war's jetzt aber. Nö, die Verletzungen sind okay, da kannst du mit leben. Nobody wants to deal with the plague hearts, but what choice do we have? So, nächste. Habe ich nicht gerade auch eine Meldung irgendwie im Augenwinkel wahrgenommen? Da ist eine angreifende Horde. Aber die sind so weit weg, die können da operieren, wie sie wollen. Ich gehe jetzt das nächste Seuchenherz an. Und das ist das im Armwell-Waffenladen. Und oder mache ich erst das braune Reihenhaus? Es ist kupfig gesprungen. Ich will in beiden Fällen lieber ein Kraftpaket haben. Der beim Reihenhaus erwarte ich wieder erstes Obergeschoss. Und der Waffenladen ist richtig ätzend. Richtig ätzend heißt für mich, ich möchte ein Kraftpaket, aber wenn das Kraftpaket dabei stirbt, dann sollte es das Kraftpaket sein, das am entbehrlichsten ist. Und das mit Verlaub ist Bambi. Denn Marsh ist unser Mediziner, unser Pathologe und Eisfisch unser Mechaniker. So. Und das heißt, Bambi ist am dransten. Getting myself checked out might not be a bad idea. I can't outrun that blood feral. Bambi. Da Prepper mit fortgeschrittenem Schalldämpfer. Mit fortschrittlichem Schalldämpfer. Den. Dann brauchen wir. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Waffe zu viel. Eine Klingenwaffe zu viel. Ach, der Klappspaten. Genau. Welch. Nimmst du den Kanabu. Let's make some more storage space before we start Feuer. In dem Fall sogar ein bisschen mehr Feuer beim Waffenladen. Kannst du ruhig zwei Packs dabei haben. Oh, ich könnte auch Duftblock einfach mal wieder nutzen. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Nimm mal zwei Duftblock mit und zwei Ampullen mit solchen Heilmitteln. Hey, folks. Time to give your neighbor a hand.
Or two. Die engagierten Verteidiger hier unten, die wollen jetzt alle Sprit, kann das sein? Pass auf, du bist ausgerüstet, das heißt, ich wechsle kurz auf jemand anderen, und zwar Andrea hat ständig die Anführerquest. Ortiz. Wie sieht denn Ortiz aus? Hat irgendwie... Man kann nicht mehr sehen, weil so viel Moral Bonnie drauf sind, man kann nicht mehr sehen, woher die Verletzungen rühren. Die werden oben schon nicht mehr angezeigt. Aber 240 von 284, komm, du kannst zumindest mal liefern. Da können wir noch was wegheilen hier. Du kannst gleich einmal davon nutzen, da hast du auch gleich ein paar mehr Trefferpunkte. Und dann bist du doch kaum noch verletzt. Kannst aufstocken. Verfolgungsmine möchte ich auf jeden Fall verkaufen, aber erstmal den Sidearm. Ach, mit dir waren wir eben gerade unterwegs, kann das sein? Sidearm. Das ist okay. Und hier, das kann weg, das kann weg. Ich weiß es. Bin eben gleich wieder am Cap, aber die will ich einfach loswerden, weil ich die Gegenstände nicht brauche und das Inventar so voll gespammt ist inzwischen, dass ich da ein bisschen was loswerden muss. Dienstplan können wir noch aufheben. Rote Klaue Wanderrucksack. Ja, wir müssten eigentlich Essen verarbeiten, haben aber keine Küche, ne? Hm. Ja. Ja, minus zwei Lebensmittel, da ist es schon. Hier irgendwas, was wir loswerden müssten. Stört auch nicht, ne? Stabi-Schaum finde ich eigentlich gut. Gibt's Herstellungsset, brauchen wir eigentlich nicht. Der Rest ist okay. So, dann schon wieder voller Tank. Das heißt, wenn ich zurück bin, definitiv Treibstoffhändler rufen. All this weight's gonna slow me down. Jo, Quest-Item. Sehr gut, dann fahr da jetzt hin. Einfluss. Ist das widerlich? Was ist denn da unten in der Horde drin? Insbesondere in der Horde. Das ist natürlich weniger schön. Was denn noch? Ist da ein Juggy dabei? Da ist auch ein Juggy dabei. Juggy vorbeifahren. Und hier müssten wir doch eigentlich runterkommen. Jawohl. An dem Juggy vorbeifahren, aber da ist halt auch noch ein Bloater gewesen. Ne? Hallo, wer da? So, wer möchte die haben? Farrah. Komm mal her, Farrah.
Bitte sehr. Catch you later. Stimmt, es gibt her. Okay. Und weg hier. In den Juggernaut auch nicht, also zumindest nicht mit der Front, denn dann ist der Wagen instant Schrott. Haben wir eigentlich noch Benzinkanister in der Basis? Nee, haben wir nicht mehr. That's a lot to carry around. Das ist echt das Bottleneck so ein bisschen, ne? Na gut, dann beißen wir den sauren Apfel, stellen einen her. Ich werde jetzt, obwohl wir schon drüber sind über die Zeit, trotzdem noch einen Treibstoffhändler rufen. Von wo kommt er? Da kommt er an. Mehr passiert jetzt nicht. Danach wechsle ich zwischen den Folgen dann auf Bambi. Denn Bambi soll das Playcard oben angehen. Und sie wird schon regeln, hoffe ich. Aber jetzt brauche ich erstmal Sprit hier. Lass mal die Tür da nicht offen, Jim. So, bitte dreimal Benzin. Hervorragend. Die zwei Kanister kaufe ich dir auch ab. Ich bin sogar gewillt, Chemikalien zu kaufen, weil ich nicht weiß, wie es da aussieht. Und wir haben es, ne? Also, das, was diese Community hier an Einfluss hat, das geht... Ach, jetzt habe ich vergessen, den Schrott zu verkaufen. Naja. Halt, den Schrott kannst du auch an ihn verkaufen, Palzi. Was waren das? Das? Die Ghetto Blaster? Und was war das letzte? Das waren doch drei Gegenstände, oder? Ach, das gibt's. Das gibt's, gibt's. Herstellungsset, genau. Die drei können weg. Jetzt hat jemand eine Quest für... Vielleicht machen wir erstmal Infektionsherde dann. Präziser. Found a Freak ist nicht präzise. So, Jim. Besten Dank. Ja, aber trotzdem nur 28 Treibstoff und zwei Benzinkanister jetzt, glaube ich, im... Ja, das, wie gesagt, das ist unser Bottleneck. Jutti, wer hat denn diese Quest eigentlich? Andrea. Gut, dann mache ich die als nächstes, aber das Ganze dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.